Auf dem Weg zu einem breit diversifizierten Depot, ich möchte mir da quasi meinen eigenen kleinen ETF aufbauen, habe ich zwei weitere Aktien zugekauft. Und die Zeit wird zeigen, ob ich bei den beiden Werten vielleicht sogar am Tiefpunkt gekauft habe. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen aktuell ein KGV so niedrig wie schon seit Jahren nicht mehr. Mein Ziel ist ein Portfolio mit ungefähr 70 Konzernen. Und welche beiden Unternehmen meine Aktien Nummer 40 und Nummer 41 geworden sind, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu Depot Diary. Bevor es losgeht, würde mich interessieren, wie viele Unternehmen ihr denn in eurem Depot habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei insgesamt 41 Unternehmen angekommen und da würde mich mal interessieren, wie ihr das so haltet. Meine Videos sind übrigens keine Anlageberatung. Ich sage euch hier nur meine Meinung zu einzelnen Werten und gebe euch einen Einblick in mein Depot. Und falls du neu bist hier bei Depot Diary, herzlich willkommen. Mit einem Abonnement kann mein Kanal weiter wachsen und du verpasst zukünftig kein Video mehr. Ich habe mir einen Dividendenwert mit einer aktuell wirklich sehr starken Dividende von über 4% ins Depot gekauft und dazu noch einen Wachstumswert, von dem ich mir eine besonders starke Kursentwicklung in den kommenden Jahren erhoffe. Ich bin ja ein langfristiger Investor und bestenfalls möchte ich die Unternehmen, in die ich investiere, gar nicht mehr verkaufen. Deswegen liegt das Hauptaugenmerk meiner Investitionen auf Dividendentitel. Ich nutze aber auch einen Teil meines Vermögens für Wachstumswerte, um diese dann später, sollte der Investitionsgrund denn aufgehen, zumindest zum Teil wieder zu verkaufen und den Erlös dann in konservativere Dividendentitel anzulegen, um dann eben darüber ein passives Einkommen aufzubauen. Die Dividendenaktie, die ich mir ins Portfolio gekauft habe, ist aus dem Bereich Pharma, eine Branche, in der ich bisher noch gar nicht investiert war. Aber die Pharmabranche ist ja ein wichtiger Industriezweig in unserem gesellschaftlichen System und somit wurde es höchste Zeit für mich, auch hier investiert zu sein. Ich habe mich in diesem Falle für Pfizer entschieden, wohl wissend, dass es aktuell auch Highflyer wie Novo Nordisk gibt, die nicht zuletzt mit ihrem Diätpräparat, was ja eigentlich ein Diabetes-Medikament ist, für Furore sorgen. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Unternehmen wie Pfizer wieder neue Medikamente auf den Markt bringen werden und der Kurs dann auch wieder neue Dynamik entwickelt. Und das, was das Abnehmpräparat gerade für Novo Nordisk ist, war ja zum Beispiel in den 90er Jahren Viagra für Pfizer. Das Patent ist ja nun schon seit einigen Jahren abgelaufen, aber auch so Schmerzmittel wie Celebrex sind große Umsatzbringer für Pfizer. Ich habe mir jedenfalls zunächst 30 Stück gekauft zu einem Kurs von 35,20 Euro, was insgesamt etwas über 1000 Euro entspricht. Das ist zunächst eine etwas kleinere Position. Da kann ich mir aber durchaus vorstellen, noch weitere Aktien von Pfizer nachzukaufen, weil ich, wie gesagt, langfristig orientiert bin und Pfizer für mich einer der großen Konzerne ist in der Pharmabranche. Und ich glaube, dass sich das Unternehmen auch weiterhin am Markt durchsetzen wird. Wenn wir uns hier mal den langfristigen Chart anschauen über 10 Jahre, dann sehen wir hier so einen leichten Aufwärtstrend, der gerade getestet wird an seiner Unterstützung. Was die Kursdynamik angeht, ist das sicherlich nicht zu vergleichen mit Unternehmen wie eben Novo Nordisk. Da haben wir hier ein sehr moderates Wachstum im Kurs. Vor 10 Jahren waren wir hier in etwa bei 28 Dollar und waren dann in der Spitze mal bei etwas über 60 und sind jetzt hier doch wieder deutlich zurückgekommen, bis auf knapp unter 40 Dollar. Und was so eine Kursfantasie auslösen kann bei einem neuen Medikament, sehen wir hier in den 90er Jahren, denn das war das Jahrzehnt, in dem Pfizer Viagra auf den Markt gebracht hat. Und im Prinzip sind wir hier jetzt gerade da, wo Pfizer schon mal war, zur Jahrtausendwende. Und wenn wir mal einen Blick auf die Kennzahlen werfen, dann sehen wir hier die aktuell wirklich sehr hohe Dividendenrendite von 4,2% auf den aktuellen Kurs. Die Ausschüttungsquote war zuletzt auch moderat mit 32% des Gewinns. Das sah in den letzten Jahren bei Pfizer durchaus auch mal anders aus. Da gab es Jahre, wo mehr als 100% des Gewinns ausgeschüttet wurde. Das sieht man dann auch hier in dem Durchschnittswert über die letzten 10 Jahre der Ausschüttungsquote. Die ist dann mit knapp 86% doch deutlich höher. Aber gerade in den letzten beiden Jahren dann war die Quote wieder deutlich unter 50%. Bei der Dividendenhistorie hat das Unternehmen in den letzten 12 Jahren die Dividende nicht gesenkt. Und in diesen 12 Jahren war es auch möglich, die Dividende jedes Jahr zu steigern. Durchschnittlich in den letzten 10 Jahren um 6,3% pro Jahr. Und sollte das Unternehmen auch in den nächsten 10 Jahren die Dividende
in diesem Maße steigern, würde meine persönliche Dividendenrendite dann 7,74% betragen im Jahr 2033. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 23,4% gesteigert werden, was nochmal deutlich mehr ist als im historischen Durchschnitt mit 9,5%. Die Nettomarge ist sehr hoch mit über 30% und das traditionell bei Pfizer im Schnitt der letzten 10 Jahre betrug die Nettomarge 27,6%. Ja, das KGV mit 7,5 historisch niedrig aktuell. Da muss man dann schon 10 Jahre zurückgehen, um ein ähnlich tiefes KGV bei dem Unternehmen zu finden. Historisch gesehen ist es auch deutlich höher mit 17,6% im Schnitt der letzten 10 Jahre. Und was den Kursverlauf angeht, wie gesagt, war der nicht allzu dynamisch in den letzten Jahren. Aber auch 40% sind ja nicht allzu schlecht. Es soll ja auch Unternehmen geben, deren Aktienkurse fallen über einen Zeitraum von 10 Jahren. Ja, soweit die neue Dividendenaktie in meinem Depot. Und der zweite Wert ist ein Wachstumswert aus dem Softwarebereich, der aber auch in der Pharmabranche tätig ist. Viva Systems heißt das Unternehmen. Dabei handelt es sich um ein US-amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen. Das Geschäftsmodell von Viva Systems ist das sogenannte SaaS, also S-A-A-S, was die Abkürzung für Software as a Service ist. Die Softwareanwendung wird als Dienstleistung über das Internet angeboten, anstatt die Software auf den Computern der Kunden zu installieren. Und das funktioniert dann als Abo-Modell. Und damit haben ja zum Beispiel Unternehmen wie Salesforce oder Adobe große Erfolge gefeiert. Nicht zuletzt auch deswegen, weil häufig Kunden, die sich für so ein Abo-Modell entschieden haben, dem Unternehmen dann treu bleiben. Und übrigens ist ein großer Kunde von Viva Systems Pfizer. Und bei Viva Systems habe ich 7 Stück erworben zu einem Kurs von 160,40 Euro, was ein gesamter Kaufwert von knapp über 1.100 Euro ist. Und wenn wir hier mal auf den Chart schauen, dann sehen wir, dass das Unternehmen noch gar nicht so lange an der Börse ist. Ende 2013 ging es los und da gab es dann auch erstmal so eine kleine Durststrecke, bevor es dann einen fulminanten Aufstieg gab von hier ungefähr um die 20 Dollar bis rauf auf über 300. Und jetzt so seit ungefähr anderthalb Jahren ging es dann ein ganzes Stück weit wieder bergab. Wenn wir hier mal auf die letzten 3,5 Jahre schauen, dann sehen wir, dass es hier im Juli 21 losging, von 325 runter auf bis unter 160. Aktuell haben wir hier so eine ganz leichte Erholung auf ziemlich flachem Niveau. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt demnächst der Sprung über die 200-Tage-Linie geschafft wird und ob es dem Unternehmen dann im weiteren Verlauf gelingt, zu den alten Höhen wieder aufzuschließen. Wenn wir uns mal ein paar Kennzahlen von Viva anschauen, sehen wir, dass der Umsatz zuletzt um 16,4% gesteigert werden konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was ein nicht mehr ganz so starkes Wachstum ist wie in der Vergangenheit. Über 10 Jahre liegt da der Wert bei 33% pro Jahr. Die Nettomarge allerdings ist zuletzt etwas besser ausgefallen als im historischen Vergleich. Da hat Viva Systems eine Nettomarge von 22,6% erzielt, was etwas besser ist als der historische Vergleich über 10 Jahre mit knapp unter 20%. Das KGV sieht sehr hoch aus mit 59,7, ist es natürlich auch im historischen Vergleich, aber sehen wir, dass es noch deutlich höher geht. Da ist der Durchschnittswert wohlgemerkt bei 93,8. Im Vergleich zum Kurswert von vor 10 Jahren hat das Unternehmen seinen Wert um 384% steigern können und ist aktuell fast 50% von seinem Hoch entfernt. Ja, das sind soweit meine neuesten Zukäufe. Da konnte ich mit dem Einstieg in den Pharma-Bereich doch eine wichtige Lücke schließen in meinem Depot. Und um noch breiter aufgestellt zu sein, plane ich aktuell noch etwa 30 weitere Aktien zu kaufen. Ich möchte da quasi meinen eigenen kleinen ETF aufbauen. Sagt mir doch gerne mal, wie viele Unternehmen ihr in eurem Depot habt, ob ihr das eher auf einige wenige Unternehmen reduziert oder wie ich großen Wert legt auf ein breit gestreutes Depot. Ja, das war's von mir. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat oder lasst ein Abo da. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und bis bald.